So, was trinken wir heute, Rico? Mann, ey. Dittmarscher, Junge. Nein. Das Joybräu. Genau, hier trinken wir heute mal was Gesundes. Was Erfrischendes. Die guten Vorsätze und so. Obwohl, es ja schon fast Februar, wa? Heute trinken wir das gute Joybräu Natural Energy Bier. Das ist jetzt ganz neu bei Joybräu. Da gibt es so eine geile Probierpackung zu kaufen bei Joybräu. Zwei verschiedene. Und beim einen ist halt diese, ich nenne es mal Koffeinbier. Nee. Das tritt jetzt quasi in Konkurrenz mit, wie heißen denn alle, Red Bull und Rockstar und so. Ist aber halt nicht so zuckerlastig. 100% natürliche Zutaten, keine Süßstoffe, kein Zuckerzusatz. Das ist dein natürlicher Wachmacher, am besten bio und erfrischend minzig, fruchtigem Geschmack, perfekt als Pre-Workout-Drink oder als Energielieferant in deinem Alltag. Also Kaffeeersatz, weil da ist so viel Koffein drin wie in einem normalen Kaffee. Das Grüne suggeriert erstmal Gesundheit, genauso wie mit den Blatten und so weiter. Ist nicht so für grün? Nee, also grün hier auf der Dose ist okay. Genau, auf der Dose ist schon in Ordnung. Dann kann man das Grüne nämlich mit der Dose wegschmeißen. Genau. Aber ansonsten soll ja das Grüne Natur suggerieren, gesund, öko, also alt, wofür die anderen... Ja, aber warte nur, 4 Punkte oder was? Du willst gleich wieder aufreißen. Ja, naja, 2. Okay. Von Sportlern für Sportler. Oh. Kickst du, oder? Ich hab noch vorbereitet. Zeig mal. Nein. Trüb. Trüb gelblich. Golden. Ja, das ist aber... Das dürfen wir trinken. Ich minze, wa? Minzig. Prost. Okay. Schöner Klang. Das ist die Dose. Schmeckt da wie Spearmint-Kaugummi. Ein bisschen. Erinnert aber auch irgendwie an Tee. Der Zitrone ist auf jeden Fall definitiv dabei. Ja, auf jeden Fall wie Pfefferminztee. Extrem pfefferminzig. Man schmeckt auf jeden Fall, dass es gesund sein soll. Ja, das schmeckt wie Pfefferminztee mit Zitrone. Ah, Limette oder Zitrone. Ja, genauso schmeckt das. Pfefferminztee, ja. Vielleicht noch ein bisschen was Süße drin und Sprudel. Das riecht süßer, als es ist. Also es riecht süßer, als es schmeckt. Warte mal so. Ja, besonders süß ist es nicht, stimmt. Ist ja nicht schlecht. Ja, ist okay. Also als Alternative zum Kaffee ist es schon okay. Ja, auf jeden Fall. Kann man sich schon morgens mal schnell rinprügeln anstelle vom Kaffee. Schon. Ja, ist auch nicht so süß wie diese andere Lumpe, sag ich jetzt mal. Naja, Red Bull, Rockstar, diese großen Pullen auch. Ja, genau. Vielleicht zieht man sich so was mal rein beim Zocken, anstatt so eine Pulle Rockstar. Ja. Aber ich glaube, Rockstar ist da auch eine ganze Ecke günstiger. Nehme ich mal an. Schön. Das ist ja total toll. 14. Schön Pfefferminze gesammelt letztes 14. Jahr. 14. Na, sag mal. Bronze, Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Also billig war garantiert nicht. Billig ist das nicht, leider. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Auf jeden Fall eine gute Alternative zu diesen anderen koffeinhaltigen Getränken. Ja, das stimmt. Ja, also wer auf diese... auf die anderen koffeinhaltigen Getränke nicht so steht, der sollte sich das mal reinziehen. Probiert es mal aus.
ist gänzlich was anderes. Und wenn ihr sowieso Pfefferminze und Zitrone steht, also dann zieht's euch mal rein. Da trinkt man als nächstes. Haha, Berliner Pilsner. Da freue ich mich aber schon. Also, damit ihr das nächste Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal hier abonnieren. Und ihr könnt schon mal euer Kommentar zum Berliner Pilsner hier da lassen. Ich bin ja mal gespannt. Total, wie ein Flitzebogen. Lange nicht mehr getrunken. In der nächsten Folge werde ich herausfinden, warum nicht. Ja. Na? Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und rein, bleibt fein. Ja. Und kippt euch einen ein. Thank you.